Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Video. Mal wieder mit Susi 3. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, vor einiger Zeit gab es mal in den Kommentaren hier mal einen kleinen Wunsch, mal wieder ein bisschen Susi spielen auf Köln-Düsseldorf auf der Strecke. Hier hat man sich die ICE 616 gewünscht und das wollen wir uns heute mal hier anschauen, wollen uns das Ganze mal jetzt hier heute fahren. Deswegen endlich mal wieder Susi. Vorweg, ich habe schon lange keinen Susi mehr irgendwie so richtig gespielt mehr. Das liegt halt immer so ein bisschen so zeittechnisch, immer klappt das nicht immer so hundertprozentig, dass man hier man würde am liebsten alles zocken wollen, bis der selber wenigstens manchmal ist, aber es funktioniert nicht, Also, wie gesagt, heute mal wieder eine Runde Susi, jetzt mal wieder hier auf dem Kanal. Oh, lange nicht gesehen hier. Und wir werden jetzt erstmal aufgleisen. Von daher ist der Zeitsprung, es war F4 gewesen. Los, drücken wir mal F4. Und dann springen wir mal so ein bisschen. Zeitsprung, Zeitsprung, Zeitsprung. Wir werden aufgegleist um 8.09 Uhr hoffentlich. Ich hoffe nicht zu spät. Der Buchfahrplan ist auch wieder mit dabei. Den werde ich gleich zuschalten, weil wir das Ganze noch konfigurieren müssen. Und dann ist das Ganze mit dabei und dann können wir mal wieder gucken. Mal wieder. Also es könnte die ein oder andere Zwangsbremsung könnte existieren. So. Wie sieht's aus? Es ist alles da. Wir wurden mal wieder zu spät aufgegleist. Das finde ich ganz toll. So, wir machen erstmal Zug 616. 616 beschädigen das Ganze. Und da ist er, unser Zugfahrplan. So. Wir können aber auch schon los. So, obwohl, warte mal, wir machen es mal anders. AFB, AFB. So, ist die AFB nämlich schon mal wieder aktiv. So, jetzt müsste 30 sein. So, na dann, hau mal los. Ja, wie gesagt, also rechne mit der einen oder anderen Zwangsbremsung. Kann schon passieren. Oh, wir haben ja noch das Mannequin-Symbol da um. 8.11 Uhr. Ja, wir sind schon deutlich zu spät. Mysteriös. Jetzt ist das Mannequin-Symbol weg. Jetzt hätten wir wahrscheinlich abfahren dürfen. Naja. Sie fahren. So. Zugbeeinflussung. Gut. Wir wollen aktuell noch mit 30 hier lang fahren. Ach ja. Es gab mal eine Zeit, da habe ich echt gerne gespielt. Wirklich sehr, sehr gerne. Aber dann hatte ich das irgendwie wieder ein bisschen in den Sand verlaufen. Und war wieder der Microsoft, also nicht der Microsoft Train Simulator, sondern Train Simulator von Dufte Games wieder ein bisschen in aller Munde. Oder auch Trains im World dann wieder. Ja, dann verläuft sich das Ganze halt immer. Das ist ein bisschen schade, weil das einfach eine super coole Simulation ist. Ja, also Susi kann ich wirklich nur jeden wärmstens ans Herz legen. Das könnt ihr ja auch Steam Core kaufen oder. Auch zum Beispiel hier Games Planet, ne? Sind wir offizielle Partner, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Jetzt ist auch natürlich ist ja erst drunter. Zugbeeinflussung. Machen wir das jetzt. Zugbeeinflussung. Ja, Zugbeeinflussung. Wann haben wir denn jetzt noch das 200 Hertz hier? Ja, wir können schon. 60 beschleunigen. So, da ist es. Alles klar. Zugbeeinflussung.
Ja, ganze Aufgabe dauert irgendwas so mit einer halben Stunde. Machen wir wieder natürlich alles am Stück, selbstverständlich. Jetzt kommen wir gleich 90, wundervoll. So, warten bis wir was passiert haben. Immer wieder deutlich auffällt, ist, wie gut das Ganze läuft, ja. Hört, weil vielleicht der Simulator viel zu laut ist. So, vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht habt ihr mich jetzt gerade extrem schwer gehört. Sollte jetzt aber besser sein. Ja, das ist halt immer. Ein Spiel ist zu laut, das andere ist zu leise. Sifa. Gewesen, Navigation, so. So, Simulation, Navigation. Oh, immer noch so ein Screenshot. Du kannst halt hier bloß nicht allzu lange mal draußen bleiben, weil sonst verschluckst du hier irgendwelche Signale oder Zeichen, Schilder, ja, dass das echt da hinten losgehen kann. Wenn du mal zu lange in der Außenperspektive bist, das ist halt anders als wie beim Train Simulator von Dovetail Games, ja, irgendwie gefühlt. Ja, das ist schon cool. Wie flüssig das Ganze läuft, wie rund und na, das ist schon klasse. So, wir dürfen gleich wieder 90 und dann, glaube ich, geht es jetzt auch gleich mit Full Speed. Ja, da bin ich auch immer noch nicht an, ja, den neues, an dem älteren Teil rangekommen. Bin ich ein bisschen schade. Ich komme einfach nicht ran an Susi 2. Jetzt mach, was du willst. Susi 2 bietet nämlich nochmal deutlich mehr Strecken als Susi 3. Das sieht aber grafisch natürlich komplett anders aus. So, jetzt kommt da jetzt. Der 80. Okay. Wieder 80. Das sind so fette Gleisanlagen hier. Wahnsinn! Den würde ich mir auch noch mal irgendwann mal auf Steam besorgen. Ja. Ich meine, das ist schon cool, dass man halt so. Dass ich ja dieses Standalone so besitze, aber ich weiß nicht, dadurch verlierst du es so ein bisschen aus der
Überblick, so was du so hast. Die meisten Spiele habe ich halt über Steam und also man könnte praktisch sagen, ja, wenn mein Computer startet, hat er automatisch Steam-Oberfläche mit, ja, und dann werden mir ja erstmal alle Spiele angezeigt, die ich so besitze. Ja, und dann, ach ja, da hättest du mal Bock. Und das ist halt bei Zusi jetzt nicht der Fall. Zusi ist halt einfach externe Installation halt. Ja, und dümpelt da halt so ein Icon versteckt in so einem Unterordner drin auf dem Desktop. Und ja, dann vergisst du das halt einfach, ja. Dann, so. Bin jetzt 130. Ich bin doch eigentlich meiner Meinung nach gleich. Da ist er. Ich kann sagen, man muss jetzt auch gleich die LCB anspringen. Haben wir eigentlich ja nichts mehr zu tun. Jetzt kümmert sich ja die LCB drum. Aber wir sollten natürlich den Regler komplett auf hochsetzen. Wenn die LCB schon dran ist, oder halt deaktivieren, ne? Müsste doch genauso funktionieren. Aber eine Verspätung, 5 Minuten Verspätung haben wir aktuell. Ob wir die nochmal rauskriegen. Liegt einfach mal schon allein daran, wenn wir einfach viel zu spät auf Gleis sind. Da weiß ich immer nicht, muss man denn, bevor man auf Gleis wird, denn wahrscheinlich den raustappen. Ne? Und den Marken muss dann halt dementsprechend auf Gleis werden. Haben wir jetzt erstmal ein bisschen entspanntere Fahrt hier durch die Post auf der linken Seite. Das ist schon ein cooles Gefühl, wenn du erst so langsam fährst und auf einmal bretterst du so über die Strecke so rüber. Und ich finde, das fängt halt Zusi deutlich besser ein, als es der Train-Simulator tut. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ich meine, ich spiele nun beides, ja. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie so, wenn ich hier 200 baller in Zusi, hat das ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich jetzt 200 mit dem Train Simulator fahre. Ja, haben schon wieder eine Minute auf jeden Fall gut gemacht. Ja, 3 Minuten Verspätung. Das Problem ist, ich kann euch nicht mal sagen, dass wir jetzt demnächst jetzt wieder eine Zusi-Folge sehen werden. Das ist halt immer so. Wie gesagt, ob ich es zeitlich jetzt irgendwie noch unterkriege. B, weiß ich immer nicht, was ich denn für eine Strecke fahren soll. Ich will halt auch nicht immer irgendwie so immer das gleiche fahren, gefühlt halt. Sonst könnte ich halt auch jedes Mal immer die gleiche Strecke fahren oder sowas. Also wenn ihr da spezielle Wünsche habt, also was sind spezielle Wünsche jetzt, keine hier Aufgaben mit 2-3 Stunden, die ja hier vorhanden sind, könnt ihr ja gerne mal sowas so in die Kommentare posten, mit CE oder sowas, und entspannte Schicke, ich würde mir so vorher alle angucken, also so zeittechnisch angucken, ob es passt halt, dann, ja weiß ich nicht, kann man auf jeden Fall mal sich anschauen, ne? Und wir haben eine weitere Minute gut gemacht, sind jetzt schon bei 2 Minuten Verspätung. Das ist doch, das läuft aktuell.
Aber das heißt noch nichts hier in Susi. Nein, das bedeutet noch lange nichts. Naja. Ich habe mir auch die Strecke hier, die Nordostbahn, mal angeschaut. Also mit der werde ich nicht warm, da kannst du machen, was du willst. Die dauert auch fünf Ewigkeiten. Ja? Aber das ist dann halt so. Es gibt so Strecken, mit denen kommst du mit dem Platz, aber da gibt es auch wieder Strecken, da wirst du einfach nicht warm mit denen. Und das ist dann halt sowas. Würde ich lieb gerne zeigen, weil das halt so schon so eine Strecke ist, die ich persönlich sehr, sehr cool finde halt auch, ja. Aber jetzt klappt es nicht, ne? So, die nächste Minute haben wir geknackt. Jetzt haben wir nur eine Minute Verspätung. Ich muss halt nichts machen, ne? Das Ganze wird, wie gesagt, von der EZB übernommen. Jetzt bremst er hier ein bisschen ab. Rotes Signal wohl. Und bei der LCB ist halt so schön, ne, der Zug, der kommt auch wirklich selbstständig zum Stillstand. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier irgendwas. Ne, ich muss auch wohl nichts drücken. Boah, jetzt er komplett ausbremst, ist natürlich fies, ja. Ja, da haben wir ein rotes Signal. Jetzt gibt es wieder Schub. Jetzt komme ich, warum geht denn der Zeiger nicht auf die rechte Seite? Also, man ist jetzt grün geworden gerade, aber das nächste zeigt dann auch schon wieder. Ich habe mal direkt einen Kollegen vor uns. Langsam unterwegs sind. Und schon wieder Verspätung auf. Jetzt die ganze Zeit dazu geht, dann können wir uns ja auf ein spannendes Finale hier einrichten. Sie fahren. Ja.
wunderschön. Wir sind jetzt wieder bei 2 Minuten Verspätung angekommen, weil wir jetzt hier so rumeiern. Das ist ganz toll. Wir steuern immer wieder kurz hoch. Beim Bremsen war sofort wieder ab. Jetzt ist ein grünes Signal. Oh, da vorne sehe ich schon. Oh ne, ist gerade grün geworden. Wieder Geschwindigkeit drosseln. Oh, die RTB geht zu Ende. Na, das wird ein Spaß. Das wird jetzt gleich ein Fest. Eine Zwangsbremsung jagt die nächste. So, Düsseldorf ist halt 8.31 Uhr. Nee, doch 8.31 Uhr. Ja, durch die 2 Minuten Verspätung jetzt. Dadurch sehe ich jetzt natürlich nicht. Was habe ich gesagt? So, jetzt habe ich leider. Ach so. Ja. Störung.
der Einflüsse. So, meinte ich ja, ne? Das Ende, das hat uns jetzt so gerade ein bisschen. Muss ich mir das selbst wieder im Video erst angucken, was da jetzt wieder schiefgegangen ist. Man soll es ja auch irgendwie anhand der Monitore sehen hier. Habt ihr mal geschrieben gehabt? So war das. Störung. Ja. Ja, das ist jetzt natürlich. Wir waren jetzt. Was jetzt das lag da? Ich weiß, da gab es auch eine Meldung. Ich glaube, das war es schon. Wenn ich jetzt mal so gucke, gerade A-Signal, Vorsignal, 39,7. Genau, das war's. So, Zwangsbremse und Zugsicherung war es gewesen. Abfahrt ohne Auftrag, ja, das ist, weiß ich jetzt auch nicht, einmal schlechter Fahrstil hatten wir. Ja. Also soweit dazu, weiß ich jetzt nicht, ich muss mir das jetzt ganz angucken, wo jetzt hier die Zwangsbremsung, was passiert ist, irgendwas vielleicht nicht bestätigt, vielleicht war ich wieder zu schnell gewesen, Zugsicherung, also super war es nicht gewesen, also muss irgendwie was mit den ja, orangenen, gelben Signalen zu tun haben. Ich werde mir das jetzt gleich mal angucken und ja, jedenfalls auf jeden Fall mal wieder eine Folge zu sie, auch wenn es jetzt nicht ganz so glücklich, aber naja. Ich habe es ja gesagt gehabt, eine Zwangsbremsung. Ohne Zwangsbremsung geht es einfach nicht. Und ja, verabschiede ich mich hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis zum nächsten Mal.